Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Ich bin Psychotherapeut und Traumatherapeut, Existenzanalytiker und spezialisiert auf Ängste und Phobien. Die Agoraphobie, die Angst vor der Weite, die Angst vor großen Plätzen, die Angst vor der Leere und die Angst, sich etwas zu trauen, wo ich nicht weiß, wo der nächste Schritt genau ist. Das ist kurz umschrieben die Agoraphobie. Es gibt natürlich noch mehr Bereiche, aber wenn wir uns jetzt auf die Angst vor der Weite mal näher ansehen, dann kommt die wahrscheinlich daher, dass ich zu wenig Grundvertrauen und zu wenig Sicherheit habe in meinem Leben, um etwas zu wagen, was ich nicht sicher kenne, wo ich noch nicht damit vertraut bin. Und dadurch verhindere ich selbst, dass ich Neues entdecke. Ich ziehe mich immer mehr zurück und ich werde nicht unbekannte Orte aufsuchen mehr. Ich werde mich immer mehr zurückziehen. Die Dynamik von Phobien ist ja immer so, dass sie immer ärger werden und immer ärger werden. Das heißt, mein Bewegungsradius wird immer kleiner und am Schluss werde ich nur noch in meiner Wohnung oder sogar in meinem Zimmer sein und mich aus dem auch nicht mehr herausbewegen. Wenn eine Traumatisierung dazukommt oder dann eine Retraumatisierung oder auch noch andere Phobien oder andere Störungen dazukommen, ist das Ganze natürlich noch komplexer und man muss dann auch schauen, woher kommt was. Fakt ist, wenn Sie unter Agoraphobie leiden, unter Angst vor Weite, dann geht es darum, sich langsam wieder das Terrain zu erobern, langsam wieder rauszugehen. Ich habe jetzt gerade einen Patienten gehabt, der ist seit 4 Jahren überhaupt nicht mehr aus dem Zimmer gegangen und es war großartig zu sehen, wie er es gewagt hat, zumindest dann wieder einen kleinen Radius zu wagen. Mittlerweile geht er wieder klettern, laufen, Radfahren, er arbeitet wieder und er ist jetzt gerade dabei, wieder Beziehungen zu knüpfen. So weit ist er noch nicht, weil man kann sich selbst den Radius erweitern, aber in großer Konzentration, auch in großer Einsamkeit. Aber das Ganze dann mit einem Zweiten oder in einer Gruppe zu tun, das ist noch schwieriger, weil ich muss mich auf andere konzentrieren. Und ich habe am Anfang alle Hände voll zu tun, mich auf mich zu konzentrieren, dass ich es schaffe. Und daher empfehle ich immer zuerst wirklich an der Hand eines Therapeuten, wir sind im Telefonkontakt oder auch wir treffen uns, aber am Anfang war es gar nicht möglich, sich zu treffen, weil er nicht aus dem Haus konnte. Mittlerweile kann er bereits wieder Zug fahren, kann bereits wieder Auto fahren, geht wieder selbstständig einkaufen und das sind alles enorme Erfolge. Wie kommt man aus den Ängsten raus? Indem man sich den Ängsten stellt und indem man weiß, meine Phobie, und Phobie ist ja ein anderer Name für eine spezielle Angst vor etwas, was sehr genau umrissen ist. Ich gehe durch diese Phobie, durch diese Angst durch. Ich erweitere meinen Radius. Ich mache bewusst Schritte in die Richtung, die eigentlich ich freiwillig nicht machen würde, wo ich enorme Angst habe. Aber dadurch, dass ich es tue, wird es von Tag zu Tag besser. Daher kann ich Sie nur wirklich einladen und Ihnen empfehlen, gehen Sie mit Unterstützung eines Therapeuten, einer Therapeutin hinaus und wagen Sie es, Ihren Bewegungsradius wieder zu erweitern. Wenn Sie sagen, es ist unmöglich, ich sicher nicht, dann gerne können Sie mich kontaktieren und gerne kann ich am Telefon mit Ihnen die Schritte machen. Ich habe da schon sehr viel Erfolge damit gehabt, dass die Leute, wenn sie mich am Telefon haben, sich dann trauen, rauszugehen. Es ist oft nach Jahren total völlig irreal, wieder rauszugehen. Ja? Man kann sich gar nicht orientieren, man ist unsicher, wenn man zum ersten Mal wieder da ist. Ja? Aber ich kann Ihnen garantieren, es geht dann sehr schnell, Sie sind sehr schnell wieder vertraut, es wird sehr schnell wieder normal. Und die Verhaltenstherapie sagte, man muss Sachen öfters wiederholen und zwar nicht nur ein- und zweimal wiederholen, sondern 100-mal, 200-mal wiederholen, bis zu 7000-mal, dann erst ist es im Unbewussten, dann ist es wirklich nicht mehr bewusst, dann läuft es wie von selbst. Die 7000-mal ist natürlich
eine harte Zahl, eine hohe Zahl, weil das ist schon sehr, sehr viel. Aber keine Sorge, je öfter sie es tun, desto normaler wird's. Wie oft geht ein normaler Mensch raus und auf über Plätze und über Straßen und über Dinge, die einem Agoraphobiker gar nicht möglich sind, zigtausendmal. Das heißt, es gibt einen Weg, aber der Weg ist am Anfang steinig. Sie kriegen Unterstützung, nehmen Sie sich die Unterstützung, holen Sie sich Hilfe und gehen Sie raus. Weil sonst wird Ihr Radius immer kleiner, immer kleiner. Und das wäre schade, weil wir sind einfach zum Leben auch bestimmt und es ist einfach fein, wenn wir jetzt hinausgehen können, wenn die Sonne scheint, wenn es wieder wärmer wird. Deshalb herzliche Einladung, einfach es zu wagen, rauszugehen, auch wenn es eine Überwindung ist. Wenn Sie dieses Video gut gefunden haben, freue ich mich, wenn Sie es liken, wenn Sie mich anrufen wollen oder mit mir in Kontakt treten wollen, gerne und auf ein nächstes Video.